Liebe Steirer, heute weise ich noch darauf hin, dass es in Kürze ein Heidenquartett geben wird. Also Heidenquartett, Herr Heiden lädt ein. Und gleichzeitig sieht man von einer steirischen Tageszeitung, dass die Menschen in der Politik nicht gerne zurücknehmen. Und da habe ich mir gedacht, heute werde ich mir erlauben, ein Zitat wieder aufzunehmen aus den Heiligen Schriften, das mehrmals von Jesus Christ gesagt wird: Was ihr den Geringsten nicht getan habt, habt ihr mir nicht getan. Jetzt denke ich mir so, als ich die Schönheit der Architektur erklären versuchte durch Videobeiträge von der Kirche St. Johann im Felde, der Österreich schon einmal freigemacht hat und dann viele Jahrhunderte später wieder durch Herrn Fegel, Österreich ist frei, dann schließe auch ich mich an und sage: Wir verzichten über die Steiermark den Notstand auszurufen. Österreich ist noch nicht besetzt. Aber dabei muss man sagen, es wurden 30 Millionen Kinder geschlachtet in der Kriegszeit und 300 Millionen Menschen wurden insgesamt Opfer. Also als auf den Straßen in Italien, Spanien die Kinder niedergeschossen wurden, grundlos sozusagen. Und da meint man, Österreich bliebe dann frei unter der Präkondition, dass auch geteilt wird. Und dass man den Zeitgenossen leben lässt und nicht schwerstens quält und erdrückt, dass er auf menschenunwürdige Weise herunterschandelt. Zum Beispiel meine Person, und so viel geht es mehr als ein paar tausend Menschen hier in Knittelfeld, in dieser kleinen Stadt, die 20 Jahre keinen sexuellen Kontakt hatten, wo keine einzige Frau, wenn man nicht viel Geld anzubieten hat, bereit ist, mit einem Spazierengehen ein frisches Wort zu reden. Nix. Ich habe Nachbarin eingeladen. Ich habe ganz zum Schluss so demütig Haltung angenommen, dass ich gesagt habe, ich bin bereit, mit dir zu beten. Ein Vater unser, sie hat abgelehnt. Sie hat 1000 Präkonditionen, 1000 Bedingungen und auf demütigste menschliche Weise mich behandelt. Also, ich stelle mir das so vor, weil man mir danach gesagt hat, von den Behörden jetzt angeschrieben hat, ich sollte nicht so viele Waffen tragen. Es sei gefährlich, wenn ich durch den Hauptplatz gehe mit ambulanten Rucksack, mit Atombomben. Dann sage ich, ich habe gar keine Waffengewalt angewandt. Ich sage nur, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Junge oder ein Mann, der 30 Jahre hier keinen geschlechtlichen Kontakt hat und keine soziale Bindung hat zu niemand, dann bereit ist, wenn Österreich besetzt sein sollte, militärisch sein Blut hinzugeben. Für diese hochverräterischen Weiber, die überall umeinander ficken, auf der ganzen Welt, verstehst? Und daheim den Mann verraten und verarschen und entwürdigen und demütigen, verstehst? Also da, ich sage nicht, dass über die Steiermark demnächst Notstand ausgerufen wird, auch nicht, dass es besetzt wird, militärisch, sondern im Gegenteil, Österreich bleibt frei, verstehst? Dafür setze ich mich ein. Aber die Mädchen müssen ein bisschen zur Vernunft, zur Raison heruntergebracht werden wieder. Das ist nicht nur herunterholen, sondern auch wieder hinaufstellen in die Würde der Liebe. Die Misericordia. Verstehst? Ich grüße hier Nehemia Guevara, Lateinamerika, Chile, Peru, Honduras, Hawaii, Kuba.